Das ist Geschichte vom Colombo, nicht von dem aus der Serie. Von dem, wo irgendein ist Spanien, hat gelebt und gegangen. Ein bisschen der Depp ist gewesen und nichts hat können. Und immer komisches Zeug erzählt hat, weil sich nichts dabei hat gedacht. Wie sie meinisch einer gesagt hat, du musst irgendetwas werden. Du musst etwas aus dir machen. Die nimmt doch nie mehr ernst so, weil die meisten Leute hier lachen über dich. Was kann man denn so werden? Hat er gefragt, was bist denn du? Ich bin ein Seemann, hat der andere gesagt. Ich fahre mit meinem Schiff raus aufs Meer und komme viel in der Weltgeschichte rum. Das klingt sehr interessant, das gefiel mir auch. Hat der Colombo gesagt, ich werde ein berühmter Seemann. Wer hat auch noch Leute erzählt, wo alle Leute haben angefangen lachen. Wer hat gesagt, ihr werdet es sehen, und Leute haben gesagt, du erzählst Sachen. Wer ist hässig geworden, und Leute sind vor dem Lachen fast verreckt. Wer ist abverlassen, hat sich irgendwo im Wald versteckt. Dann ist er 13 Wochen geblieben, 13 Wochen in den Büschen. Und Leute haben gesucht und haben sich geschämt und niemand mehr hat gewusst, wo er ist. Und niemand mehr hat mehr gelacht, wo er an einem schönen Morgen wieder da ist. Haben alle Freude gehabt. Und als er gesagt hat, bitte sehr, ich habe ein neues Land entdeckt. Es liegt dort irgendwo im Meer. Haben alle zugelassen und sind nett gewesen. Und haben extra ganz furchtbar ernste Gesichter gemacht. Der Seemann aus der ersten Strophe Amerika, Vespucci ist sein Name. Ist zufällig in der Stadt gewesen. Und er gesagt, schön für dich, aber ich glaube, das ist nur, wenn ich selber gesehen habe. Und er hat sich gleich drauf auf den Weg gemacht. Und genau nach 13 Wochen und einem Tag und einer Nacht ist er endlich wieder zurück gewesen. Und legt sie alle zum Hafen runter. Und der Colombo ist nervös geworden, halb krank, weil er hat gelogen. Und er hat fürchterliche Angst gehabt, ist bleich gsi und hat niemandem in die Augen geschaut. Aber Vespucci hat gelacht und ist vor die Leute hergestanden und hat dem Colombo zugezwinkert und gerufen, er habe es gefunden. Und der Colombo hat Freude gehabt, dass er ihn nicht verpfiffen. Und Amerigo, Amerigo gerufen. Die Leute haben alle verrufen. Hey! Und der Colombo ist berühmt worden. Bis ans Ende von seinen Tagen ist er nie so richtig sicher gewesen und hat sich nie dafür gehabt zu fragen, ob es Amerika wirklich gibt. Und mit der Zeit sind gegen mehr Leute dorthin gegangen und wieder zurückgekommen. Und ich erzähl dir noch bis heute, erzählen immer alle das Gleiche. Und niemand weiss eigentlich mehr als das, was er vorher schon hat gewusst. Und alle haben das Gleiche gesehen, das dann doch irgendwie verdächtig. Und schmeckt irgendwie nach Drehbuch und nach Hollywood. Sie haben es gar nicht gefunden. Amerika gibt's nicht, das ist nur eine Geschichte. Amerika gibt's nicht, alles gucken nur erfunden. Amerika gibt's nicht. Amerika ist nur ein Gerücht.